So, servus zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Let's Show von Minecraft. Das Mal zeige ich euch die nächste Welt, also es ist eine andere Map als im letzten Let's Show. Das ist eigentlich die grösste und die, wo wir am meisten Zeit verbracht haben. Ich zeige euch jetzt mal ein paar. Moment, ich muss mich schnell ein bisschen leiser stellen. Ich zeige euch jetzt mal eine von insgesamt vier Städten. Und das ist ein kleiner weiter Marsch dorthin, das zeige ich euch gerade. Ich bin jetzt hier am Anfang von einer. Also, jetzt sind wir in einem Weg. Ich bin hier in einem Gasthaus drin. Vom Wirt Blaubart, der hat das ist Zimmer. Ich bin hier bei den Zimmerinnen, Gästezimmer. Dann gehen wir hier mal runter. Und da ist eigentlich die Kneipe. Und da ist der Herr Wirt. He? Da könnte man eigentlich Zeug aus der Truhe sich bedienen. He? Vorausgesetzt, man hat genug Geld. Gut, machen wir dazu. Ein kleiner Tümpel, also ideal für Leute, die eine weite Reise hinter sich haben und müssen rasten. He? Die Taverne zur tropfenden Höhle. Warum die Taverne so heisst, hat einen Grund. Der Grund ist irgendwo dahinter, aber das zeige ich euch ein anderes Mal. Da jetzt gerade das müsste eigentlich nicht so aussehen. Da ist ein Creeper-Angriff gerade gewesen, vorig, und ich habe gerade keine Sachen, um das alles zu reparieren. Aber egal, ich gehe jetzt mal dorthin, wo ich eigentlich will. Und zwar in die erste Stadt, wo wir angefangen haben zu bauen auf dieser Map. Dort haben wir eigentlich angefangen zu bauen. Einfach so mal aus Fun. Wir haben dort gar nicht daran gedacht, dass wir das mal zeigen wollen. Jetzt kommen wir schon zu einem neuen Bauwerk da. Und zwar zu einer Brücke. Das sind Barrieren da, he? Man muss sich das immer vorstellen. Ich muss es auch ein bisschen erklären, wie wir das gedacht haben, was wir gebaut haben. Und das sind Häuschen. Da ist eigentlich der Zoll. Ich weiß nicht, habe ich das nie angeschrieben gehabt? Komisch. Man müsste ja da eigentlich Wegzoll zahlen, um über die Brücke hineingehen, weil der die gebaut hat, wollte eigentlich auch etwas davon haben. Wir haben in dieser Karte, wir haben eigentlich mit dem Hintergrund das aufgebaut, dass wir alles im Mittelalterstil versuchen zu bauen. Ich habe auch dementsprechend ein bisschen realistisches und schönes Texturepack drauf da, damit das alles ein bisschen anständig aussieht. Jetzt hier hinten, ganz, ganz weit hinten, sieht man schon eine grosse Mauer. Das ist die zweite Stadt, die ich euch da zeigen will. Es baut langsam auf. Mit einer grossen Burg. Ich wollte aber da noch nicht viel zeigen. Dort hinten ist noch ein Haus. Soll ich euch das jetzt zeigen oder nicht? Nein, ich zeige das ein anderes Mal. Aber wie gesagt, wir haben das versucht, alles ein bisschen im gleichen Baustil zu bauen. Jetzt die erste Stadt, die ich euch zeige, haben wir noch im Überlebensmodus gebaut. Und dementsprechend sind die Bauklötze nicht so unterschiedlich und detailliert und alles so. Es ist einfach alles oder sehr viel mit Holz gebaut worden, weil wir das alles haben müssen abbauen und das ist relativ lang gegangen. Und das ist eigentlich die einzige Stadt, die wir so gebaut haben. Nachher haben wir dann im Kreativmodus weitergemacht, weil wir haben einfach die Welt ein bisschen vergrößern und im Überlebensmodus geht es einfach ewig lang. Wir haben einfach keine Lust mehr gehabt, das Spiel so zu spielen, sondern einfach mal ein bisschen unsere kreative Ader freien Lauf zu lassen. Gut, und zwar wäre das jetzt die Stadt Ramua, die wir anschauen. Da einer ging auf Udaria. Das wäre eben die Stadt da hinten, wie man sieht. Ganz wenig. Die Städte haben einen bestimmten Namen. Also der Name ist nicht einfach frei erfunden, sondern jede Stadt hat eine Eigenschaft. Also etwas, was die Stadt auszeichnet. Und dementsprechend haben wir die benannt. Es gibt Städte, die ähnliche Eigenschaften haben. Und dann haben wir einfach von diesen Städten, die es gibt, mit diesen Eigenschaften, haben wir den Namen ein bisschen abgeändert und dann die so benannt. Gut. Für die ganze Welt hier allerdings haben wir noch keinen Namen. Vielleicht hat jemand von euch eine Idee. Könnt ihr mal in die Kommentare posten. Ich würde mich freuen.
wenn da ein kleines Feedback käme. Gut, dann wären wir hier jetzt in Ramua. Sehen wir hier auch schon ein Schiff, ein mittelgrosses. Das ist von dem Schiffsbauer vermutlich jetzt mal gebaut worden. Und hier ein kleines Schiffchen hat und hier baut er noch ein grosses, wo er noch dran ist. Das Schiff geht in dem Fluss nachher, wo wir teils künstlich angelegt haben und teils war er schon gewesen, bis raus ins Meer. Also das Schiff ist möglich, dass das ins Meer rausgeht. Hier ist unsere Kuhfarm. Da wir im Überlebensmodus gespielt haben, haben wir uns müssen ein bisschen absichern. Es sind recht viele. So, willkommen in Ramua. Wir haben hier vor dem Patch, vor einigen Patches eigentlich, die NPCs hier herpflanzt und dann ist das irgendwann gepatcht worden, dass die sich fortpflanzen können. Und mittlerweile haben die sich so wie die Kanikel fortpflanzt, also die Stadt ist einfach überfüllt. Und ich kann jetzt hier nicht alle Wellen abmurksen. Gut, dann gehen wir hier unten rein. Da sind sind einmal gewesen. Ich weiß nicht, warum das die weg sind. Jedem Raum ist so ein Monster gewesen, ein Zombie, ein Spinn oder was auch immer, wo die Bewohner da gefangen haben, eingesperrt haben und die erforschen. Könnte man sich ausdenken. He? Dann gehen wir mal rauf. In dieser Stadt ist man eigentlich absolut sicher, wenn man mal drinnen ist. Der Terminator da, ja, gehört eigentlich nicht da rein. Den müsste man sich wegdenken. Das war mal ein Experiment gewesen. Das passt auch nicht zum Thema Mittelalter. Gut, das könnte ein Ritter sein, der da das Ganze bewacht. eben, man ist da relativ sicher in dieser Stadt innen. Hey, lass mich bitte durch. Wir haben das alles so gebaut, dass da innen keine Viecher spawnen und dass sie auch nicht raufkommen. Wir haben einen Haken drumherum gebaut und zwei oder drei Klötzchen Abstand, dass sie nicht reingumpen können. Das Einzige, was rein könnte, wäre die Endermänner oder Spinnen. Gut, ich hoffe, man hört mich gut. Vielleicht kann ich da ein bisschen Geräusche runter. So. Die Dorfbewohner machen relativ viel Lärm. Das wäre da zum Hafen. Also zum Hafen, ja, zum Bootssteg, wo man seine Tickets lösen könnte. Für die nächste Fahrt. Leider lassen die mich jetzt da nicht rein. He? Ja, glauben wir das. Dann würden wir da auf das Schiff gelangen. Es ist allerdings auch da nicht alles ganz fertig. Ich zeige euch das jetzt aber trotzdem. Also das ist jetzt mal ein provisorischer Steg. Dann wäre eigentlich nicht so gedacht. Dann haben wir da in das Schiff rein. Die Kajüte vom Kapitän vielleicht. Oder von dem, der am meisten zahlt. Keine Ahnung. Da jetzt auch noch eine Schlafmöglichkeiten. Und dann da noch der Frachtraum. Keine Ahnung. Und dann natürlich da, wo man kann die Segel setzen kann. Gut, dann gehen wir da wieder runter. Gehen wieder ins Dorf rein. Eben, wie man sieht, ist alles aus Holz gebaut. Weil das halt am einfachsten war. Wir kommen jetzt hier auf der linken Seite zu einem Laden. Und zwar ist das Gregors Baumaterialladen. Da kommt man eigentlich alles über, um jenste Sachen zu bauen. Aber so wie es aussieht, ist jetzt nichts drin. Da sieht man auch Preise, Angebot der Woche, Neuheit und Türen nur auf Anfrage. Das sind wahrscheinlich ausverkauft. He? Da hat er noch seinen Schlafbereich, den er noch braucht. Dann haben wir hier eine Kneipe, die gut besucht ist, wie man sieht. Hier fehlen auch ein paar Sachen. Keine Ahnung, irgendwie fehlen. Keine Ahnung, warum das hier Zeug fehlt. Hier kann man ein Zimmer mieten: Doppelzimmer, ein normales Zimmer und ein Zimmer mit Balkon. Für die, die ein bisschen mehr Geld haben, können sich das auch leisten. Da kann man sich verpflegen. Steak als eigene Zucht haben wir gesehen hier dafür. Und Pilzsuppe. Das kommen wir hier über bei dem Wirt.
könnte man sich bestellen. He? Dann gehen wir hier rauf, Richtung Schlafbereich, Zimmer. Oi, was haben die da? Gibt es da etwas gratis? Hier wären die kleinen Zimmer, die einfachen, die billigen. Von denen sind es 3 Stück an der Zahl, die eigentlich identisch sind. Hier hinten wäre auch noch eins. Ich weiss, was machen die da? Hey, geh mal weg. Hey, die paaren sich so abartig. Dann haben wir auf dieser Seite haben wir ein Zimmer mit Balkon. Es ist schon etwas grösser. Das Doppelzimmer. Da haben wir noch den Balkon. Mit Aussicht. Wo man seine Tour kann planen kann, wo man am nächsten Tag durchgeht. Hier hinten, vielleicht erkennt man es, ist der Weg klein beleuchtet. Und ganz, ganz, ganz weit hinten, ganz fein, sehen wir noch die Brücke von dort, wo wir gekommen sind. Das wäre hier hinten. Von diesen Zimmern gibt es auch 2 mit Balkon. Und zwar da hinten, wo die so rumstehen, machen die Türen. Gut, das wäre die Kneipe gewesen. Die haben wir jetzt noch nicht benannt, glaube ich. He? Auch hier vielleicht könnt ihr mal, wenn ihr Ideen habt, wie die Kneipe so heißen, wie die Taverne heisst, wie der Wirt heisst. Ja. Lasst euch etwas einfallen, schreibt es mal in die Kommentare rein. Gut, dann gehen wir hier runter. Es ist alles sehr verwinkelt und verbaut. Übrigens, wie man sieht, hat man hier auch noch genug Platz zum Bauen. Da könnte man eigentlich auch noch Zeug bauen. Also das sind noch freie Bauplätze, nicht irgendwie Wiesen, die sie brauchen oder so. Dann gehen wir hier runter in die Wache. Und da ist jetzt gerade keiner rum. Er wartet auch auf die Wache. Da ist das Zimmer vom Kommandant. He? Das ist ein bisschen grösser. Schlaf, also das Bett mit Bücherregal und Sitzecke. Und da haben die normalen Wachen ihre Schlafmöglichkeiten. Sehr spartanisch eingerichtet. Das ist nur das Allernötigste. Dann gehen wir hier runter. In die Gefängnisse. He? Da ist einer drin. Was auch immer der getrieben hat. He? Er ist jetzt hinter Gitter. Und da ist noch eins frei. Also falls du da ein bisschen Scheissdreck machst, he? Musst du dort rein, Junge. Schön aufpassen. Gut, dann gehen wir wieder raus. Dann natürlich bei den Wachen ist auch gerade der Wachturm. He? Zutritt verboten. ja. Das war jetzt nicht so geplant. Gut, ich muss da schnell Aufnahmepause machen und gerade noch eine Stunde weitermachen. Moment. So, da bin ich wieder. ja, das war jetzt nicht so geplant, aber ich lasse das jetzt glaube ich so. Der Grund ist wahrscheinlich wegen dem, weil ich bin ja da Besucher he, in dieser Stadt. Und habe dort oben vorhin ein paar Einwohner gehauen. Und darum ist da der aufmerksame Ritter. Oh, die sind jetzt zweite da sogar. Auf mich zukommt und haben mich natürlich gerade abgetatscht. Eben, wir sind hier bei der Wache. Und neben der Wache ist natürlich auch der Wachturm, wo der Zutritt eigentlich verboten ist. Wir gehen jetzt gleich mal rauf, wo man das Wichtigste im Überblick hat. Jetzt hier sehen wir, da hinten ist ja das Schiff. Das kann hier durch. Ist relativ eng, aber der Kapitän sollte das eigentlich im Griff haben. Das ist hier der künstliche Teil von dem Fluss, den wir gemacht haben. Und dann geht er hier in den Fluss rein und dann geht es hier weit hinterher. Wo nachher auch noch eine grosse, also eine Hafenstadt ist, die zeige ich euch dann auch noch später einmal. Und wo es da raus ins Meer geht. Gut, jetzt wird es auch Tag, das ist auch schön. Dann gehen wir mal weiter. Die sind ziemlich blöd, he? Die kommen nicht aneinander vorbei. Da in ein Wohnhaus rein. Da hat einer sehr viel Besuch. Mit Kochbereich oder was auch immer, Koche, he? Da fehlen noch Tisch und Stuhl. Und Schlafzimmer. Der, der hier wohnt, hat aber noch einen Garten, wo er irgendwie 2 Säulen drin hat. Wahrscheinlich ist das der da, he? Wo da wohnt. Dann ist hier Zuckerrohr. Weil da ist die Buchmacherei. Also wenn man irgendetwas mit Büchern muss haben, kommen wir zu dem da. Zu dem lieben Herr.
Da bekommen wir alles, was man braucht dafür, wie man da sieht. Und darum hat er Zuckerrohr. Und da nebenzu ist sein Wohnbereich. Er hat das zusammen vereint, sein Laden und sein Wohnbereich. Gut. Dann gehen wir weiter in die öffentlichen Toiletten. He? Weil nicht jeder hat eine eigene, also gibt es hier eine öffentliche. Das wäre hier. Zweimal. He? Wir haben das so dargestellt. Ein Plumpsklo oder was auch immer. Fantasie. He? Fantasie braucht man immer in diesem Game. Das ist einfach so. Dann kommen wir hier hinten in zwei weitere Häuser. Eins ganz kleines, das zum Verkaufen ist. Für kleines Geld. Ganz einfach. Das Wichtigste ist drinnen. Und dann noch zu einem grösseren, der aber schon besetzt ist. Mit einem grossen Essbereich. Mit einem Schlafzimmer. Und zweiten Stock. Wo auch noch eine Schlafmöglichkeit ist und mit einem Balkon, wo aufs Geländer fällt. Ja. Dann haben wir da, aber kommen wir jetzt zum Bauernhof. Das ist unser erstes Gebäude, das wir gebaut haben. Wo auch seine ganzen Viecher da sind, vom Bauernhof. Schaf, Hühner und Säu. Natürlich braucht jeder Bauernhof auch seinen Hofladen. Den hat er auf dieser Seite. Die sind hier gerade am Diskutieren, der Metzger und der Verkäufer. Da sieht man, was man alles überkommt. Gegrilltes Fleisch für 1 Taler und so weiter. Dann gehen wir mal in den Bauernhof rein. Der ist relativ gross, zügig von den Räumen. Ah, jetzt fängt es auch noch an vor Regen. Dann haben wir hier einen Essbereich, da fehlt etwas. Komisch, es fehlen immer Sachen. Dann haben sie hier ihre Felder. Der Weizen, Melone und Kürbis. Also das Notwendigste ist da drinnen. Dann, ich gehe das jetzt schnell raus zeigen. Sehen wir hier einen Durchgang runter. Moment, ich muss das mal schnell ein bisschen leisiger machen. Jetzt ist es natürlich wieder da oben gewesen. So. Mit einem Durchgang zum zweiten Gebäude. Also wirklich viele Gebäude sind da miteinander verbunden, auf irgendeine Art und Weise. Dann ist da ein grosser Raum, der noch leer ist. Mit Balkon. Dann ein Schlafzimmer, wo man auch in den Balkon raus kann. Da fehlt die Türen. Wie ihr seht, eben, es ist noch nicht alles fertig. Dann sind wir jetzt hier bei dem Durchgang runter. Wo man alles ein bisschen im Überblick hat. Dann gibt es da noch eine Schlaf- und Wohnmöglichkeiten. Vermutlich wird das vermietet, ich weiß es nicht. Oder sind die Angestellten vom Laden, also vom Hof, können hier wohnen. He? Knecht, die armen Knechte. Dann hier da noch eine mehr davon. Und zwar sind da einfach Schlafzimmer. Zwei Stück. Mit einem Gemeinschaftsraum. Und dann geht es hier noch weiter runter. Das wollte ich aber nachher zeigen. Ich gehe jetzt noch einmal schnell raus. Und zwar, wo sind wir gewesen? Da sind wir beim Feld gewesen. Ja, jetzt sind wir vorhin hier innen gewesen. Das ist hier der Dorfbrunnen. Frischwassermöglichkeit. Ja. Dann kommen wir hier zum Gemischtwarenladen. Da ist alles ein bisschen Mischmasch drin, was man so ein bisschen braucht. Ja. Da findet man eigentlich alles. Vom Sand bis weiss ich was. Ist alles drin. Und natürlich ist noch der Schmied, den dürfen wir auch nicht vergessen. Auch der hat noch keinen Namen. Vielleicht hat auch noch jemand für den eine Idee, wie der Schmied könnte heissen. Ist aber sieht gerade so aus, als ob da niemand tätig ist. Vielleicht ist auch noch gar kein Schmied rum. Vielleicht ist der gegangen von dieser Stadt. Wer weiß, wer weiß. So. Oh Gott. Dann gehen wir hier wieder rein. Ah, Betten zu vermieten, natürlich. Das ist ein anderes Gebäude jetzt. Hier wieder, also für die Stadt eignet sich sehr gut für Reisende. He? Es gibt ziemlich viele Übernachtungsmöglichkeiten.
Dann gehen wir mal runter. Da innen hat es auch wieder Schlafzimmer. Alles ein bisschen für die grösseren Geldbeutel. Und dann da unten, für die, die nicht ganz so viel Geld haben und hauptsächlich einfach schlafen wollen, könnt ihr hier reingehen. Dann sind wir jetzt wieder hier unten, wo wir am Anfang waren. Seht ihr, hier oben sind wir jetzt runtergekommen. Dann gehen wir mal hier rein. Das Gebäude ist noch komplett leer. Da haben wir noch gar nicht eingerichtet. Das ist aber, glaube ich, soweit bezugsfertig. Sehr gross auch. Hier unten kann man, wenn wir jetzt von hier durchgehen, können wir auch wieder hier runter. Hier ist die Kuhfarm und da könnten wir auch rauf. Da hinten ist noch ein Steinmetz. Ziemlich viel Waren überkommt, also hauptsächlich Steine. Sehr viele Waren. Mit einem grossen Höhlensystem natürlich. Dann gehen wir hier noch einmal rauf, schnell schauen. Das Wichtigste habe ich jetzt, glaube ich, gezeigt. Dann gehen wir hier rauf. Grosse Aussichtsplattform. Das war mehr ein Versuch hier. Keine Ahnung, vielleicht ein Pool. Ja, das passt nicht so. Egal. Gut. Ich glaube, das wäre es jetzt von dieser Stadt Ramua. Das letzte Show ist jetzt ein bisschen länger gegangen, als ich geplant habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz dem schlechten Wetter, das ich hier habe. Für irgendwelche Fragen, Anregungen, Verbesserungsvorschläge könnt ihr alles in die Kommentare hineinschreiben. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Let's Show wieder dabei seid, den ich bald wieder mache. Und bis dahin sage ich mal ciao zusammen.